Rückseiten. Guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Gäste des Leisweiler Gesprächs und vor allem herzlich willkommen, liebe Frau Krone-Schmalz. Wir treffen uns heute zu einem ausgesprochen denkwürdigen Tag. Am 1. September vor 66 Jahren begann der Zweite Weltkrieg. Er brachte schrecklich viel Leid über die Völker Europas. Die Nachkriegseinsicht, nie wieder Krieg, müsste eigentlich die aktuelle Tageslosung sein. Sie ist es nicht mehr. Stattdessen wird davon geredet, wir sollten kriegstüchtig werden. Die heutigen Bleisweiler Gespräche können Sie gerne als Kontrastprogramm zu diesen neuen Einsichten unseres Verteidigungsministers und anderer ähnlich gestrickter Personen verstehen. Uns geht es heute um Frieden in Europa, ergänzt um die Feststellung, dass dies nicht ohne Russland und schon gar nicht gegen Russland geht. Wir hätten für dieses Thema keine bessere Impulsgeberin finden können als Frau Prof. Dr. Krone-Schmalz. Sie sind herzlich willkommen. Sie sind ganz besonders willkommen, weil wir Ihre Gedanken, Ihre Erfahrungen und Impulse in dieser Zeit brauchen. Gabriele Krone-Schmalz hat osteuropäische Geschichte, Slawistik und politische Wissenschaften studiert. Sie war Redakteurin bei Monitor und Moderatorin einer Talkshow beim WDR. 1987 bis 1991 war sie Moskau-Korrespondentin der ARD. Ich hoffe, das stimmt alles. Ja. Sie hat mehrere Bücher geschrieben, die mit Russland zu tun haben. Die zwei neueren Bücher, Russland verstehen, aus dem Jahr 2015 und Eiszeit, wie Russland dämonisiert wird und warum das so gefährlich ist, von 2017, führten zu einem Konflikt mit ihrem damaligen Verlag. Der Münchner Verlag C.H. Beck hat diese Bücher aus dem Programm genommen. Das war eine Art moderne Bücherverbrennung. Begründung unter anderem, die Bücher seien ein Brückenkopf der verschwörungstheoretischen Gegenöffentlichkeit. Diesen Jargon kennen wir von den Nachdenkseiten. So würden auch wir bekämpft und werden bekämpft. Wenn den Kritikern in der Sache nichts mehr einfällt, dann hantieren sie mit dem Begriff verschwörungstheoretisch. Von dem vom Beck Verlag aussortierten beiden Büchern gibt es eine Neuauflage beim Westend Verlag. Damit bin ich zurück bei der Begrüßung besonderer Gäste, in diesem Fall Markus Karsten, der Verleger des Westend Verlages, ist unter uns zu finden am Büchertisch oder hier. Herzlichen Glückwunsch. Ich möchte außerdem noch einen anderen Gast begrüßen, Dr. Johannes Post. Wo ist er denn? Hier. Mit ihm hatten wir ein Bleisweiler Gespräch in Bleisweiler in der Nonnensuselhalle über seine Erfahrungen in Kiew und Moskau. Da ist also eine Brücke von dort bis hier. Dann würde ich Ihnen gerne auch noch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Nachdenkseiten vorstellen. Nur ganz kurz, wir hatten gestern nämlich unsere jährliche Redaktionsklausur. Deshalb sind die meisten noch im Lande nach dem Alphabet, verbunden mit der Bitte, kurz aufzustehen. Lars Bauer, das ist von Anfang an, vom November 2003 mit dabei. Dann Jens Berger, unser Chefredakteur. Dann Alexandra Goldbrunner. Und Christian Goldbrunner.
Dann Lutz Hausstein. Ja. Christian Reimann. Ja. Okay. Tobias Riegel. Dann Annette Sorg, die sich um Gesprächskreise kümmert. Florian Warweg. Und Ingeborg Dreyer, die ich noch nicht gesehen habe. Ja. Jetzt hoffe ich, dass ich niemanden vergessen habe. Das täte mir ausgesprochen leid, aber kann mal passieren. Bevor ich zum Schluss meiner Einführung noch komme, noch ein paar technische Anmerkungen und zum Ablauf. Erstens, wir zeichnen die Rede und Diskussion auf. Wenn Sie nicht ins Bild kommen wollen, dann sollten Sie sich außerhalb des Bereichs der Kameras setzen. Ist schwierig, aber sollten wir machen. Ich muss das loswerden. Zweitens, nach dem Vortrag von Frau Krone-Schmalz machen wir eine Pause von ungefähr 25 Minuten. Dabei haben Sie auch die Gelegenheit, was zu trinken und zu knabbern. Dafür sorgt das Kulinarium, das ist Restaurant recht. Sie sind aber da draußen mit Tischen vertreten. Dann machen wir drittens weiter mit der Diskussion hier im Saal. Das wird also so in einer guten Stunde, anderthalb Stunden sein. Und dann steht hier ein Saalmikrofon an dieser Stelle. Und diejenigen, die etwas fragen oder sagen möchten, sollten sich bitte hinter dem Mikrofon aufreihen. Das hat sich bewährt, viel besser, als wenn wir im Raum herumfragen. Und viertens, die Finanzierung unserer Veranstaltung, darauf muss ich leider auch zu sprechen kommen, ist so, dass wir ja keinen Eintritt erheben, aber wir haben die herzliche Bitte an Sie, vor allem an die, die sich leisten können, dass Sie uns eine großzügige Spende zukommen lassen. In der Pause und im Anschluss wird von einigen unserer Freundinnen und Freunde dazu gesammelt. Also seien Sie so nett, unterstützen Sie diese Veranstaltung und auch weitere Veranstaltungen. Jetzt komme ich noch kurz auf die Sache, auf den Gegenstand unseres Gesprächs. Ging weit zurück, obwohl mein Großvater väterlicherseits seinen ältesten Sohn schon im Ersten Weltkrieg in Frankreich verloren hatte, blätterte er als 80-Jähriger, da musste ich immer so einen Wein ihm zurechtmachen aus Wein und Ei, begeistert in alten Zeitschriften, da gab es furchtbare Zeitschriften aus der Jahrhundertwende mit mörderischen Kriegsszenen. Und er ermahnte mich damals, 12-Jährigen für den nächsten Krieg gegen die Franzosen oder gegen die Wackes, wie man bei uns sagte, wie es auf Kurpfälzisch heißt, bereit zu sein. Heute lebe ich 11 Kilometer von der französischen Grenze entfernt und niemand denkt daran, gegen die Franzosen Krieg zu führen. Mit den Russen ist das ein bisschen anders. Jedenfalls schwankend. Das Verhältnis zwischen Deutschen und Russen ist übrigens so wie ursprünglich beim Umgang mit den Franzosen von tiefen Vorurteilen geprägt. 1950 begann der damalige Bundeskanzler Konrad Adenauer, hinter dem Rücken des deutschen Volkes und hinter dem Rücken seines Kabinetts und auch seines Innenministers Heinemann mit der sogenannten Wiederbewaffnung. So nannte man das. Und so nannte man auch die Aufrüstung gegen die Sowjets. Die ganz Alten unter uns erinnern sich vielleicht noch an diese Ausdrucksweise von Adenauer, die ausgesprochen abwertend war. Und übrigens auch gegen die Brüder und Schwestern in der DDR. Es war ja nicht beschränkt auf die Sowjets, was da an Aufrüstung betrieben worden ist. Die 50er Jahre waren bleierne Jahre, so würde ich heute sagen. Heinemann setzte sich damals nicht durch, aber er setzte sich indirekt später durch, zusammen mit Willy Brandt und Egon Bahr. Und Willy Brandt erklärte ja in seiner Regierungserklärung 1969, ein wichtiger Satz, wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein. Die davon geprägte Entspannungspolitik brachte uns glücklicherweise gegen Ende des Jahres 1989 das Ende der Konfrontation und den Fall der Mauer.
Ich kann mich an diese Zeit noch besonders gut erinnern, weil ich mit dabei war mit Willy Brandt von Berliner Parteitag im Dezember 89 nach Magdeburg fuhr. Das war die erste Rede, die Willy Brandt in der DDR hielt. Die DDR gab es da ja noch in diesen 1989. 12 Jahre später, am 25. September 2001, sprach der damalige Präsident Russlands, da war das gerade 2 Jahre lang geworden, Wladimir Putin im Deutschen Bundestag. Putin war knapp 2 Jahre vorher eben gewählt. Ich zitiere die Schlusspassage der Rede Putins vom 25.09.2021. Und ich tue das, um Ihnen klar sichtbar zu machen, wie verschieden die Situation heute ist. Also Putin: Nur eine umfangreiche und gleichberechtigte gesamteuropäische Zusammenarbeit kann einen qualitativen Fortschritt bei der Lösung solcher Probleme wie Arbeitslosigkeit, Umweltverschmutzung und vieler anderer bewirken. Wir sind auf eine enge Handels- und Wirtschaftszusammenarbeit eingestellt. Wir haben die Absicht, in unmittelbarer Zukunft zum Mitglied der Welthandelsorganisation zu werden. Wir rechnen damit, dass uns die internationalen und die europäischen Organisationen dabei unterstützen. Wir sind in Russland natürlich am Anfang des Aufbaus einer demokratischen Gesellschaft und einer Marktwirtschaft. Auf diesem Wege haben wir viele Hürden und Hindernisse zu überwinden, aber abgesehen von den objektiven Problemen und trotz mancher Ungeschicktheit schlägt unter allem das starke und lebendige Herz Russlands, welches für eine vollwertige Zusammenarbeit und Partnerschaft geöffnet ist. Ich bedanke mich. Im Protokoll des Deutschen Bundestags steht dann noch anhaltender Beifall. Die Abgeordneten erheben sich. Ich ergänze: Auch die Abgeordneten der damaligen Opposition, CDU und CSU, haben dem russischen Präsidenten Putin zustimmend applaudiert. Ich habe diese Passage zitiert, erstens, um deutlich zu machen, wie weit wir um die Jahrhundertwende schon waren, und zweitens, um sichtbar zu machen, dass und wie auch die Einstellung der Menschen und der Politik zu ganz zentralen Fragen des Zusammenlebens der Völker von heute auf morgen von den Beinen auf den Kopf gestellt werden können. Präsident Putin hat also noch im September 2001 um Zusammenarbeit und Partnerschaft geworben. Er tat dies, obwohl sich die NATO zu dieser Zeit schon in Richtung russischer Grenze ausgedehnt hatte. Wenn ich Russe wäre, dann würde ich ihn dafür kritisieren, dass er da noch so kompromissbereit war. Entsprechend bitter war dann seine Reaktion 2007 bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Und heute gleich die oft propagierte Zusammenarbeit von Vladivostok bis Lissabon eher einem Scherbenhaufen als einer zukunftsfähigen gemeinsamen Politik. Es gibt also viel zu tun, es gibt viel zu kitten, es gibt viel zu tun, um das Verhältnis zwischen West und Ost, um das Verhältnis zwischen Deutschland und Russland auf eine zukunftsweisende und dem Frieden dienende Basis zu stellen. Mit dem Bleisweiler Gespräch und der Einladung an Frau Professor Krone-Schmalz wollen wir einen Beitrag dazu leisten, der schon einmal erreichten Verständigung zwischen Deutschland und Russland wieder näher zu kommen. Wir sind gespannt auf Ihren Vortrag und auf die Diskussion. Sie haben das Wort, Frau. Dankeschön. Vielen Dank, ich grüße Sie alle recht herzlich. Ja, Russland und wie weiter? Sie gestatten, dass ich mit einem Zitat beginne. Ich war früher nie verzagt. Ich verzweifelte nie am Vaterlande.
Aber nun ich seine Retter sah, verging mir alle Hoffnung. Dieses Zitat stammt von Heinrich Heine und ich habe es vor ein paar Wochen in den Nachdenkseiten gelesen, in einem Artikel, in dem es um den Zustand unserer Demokratie ging. Ich halte demokratische Systeme für die vom Grundsatz her menschlichste Variante, Zusammenleben zu organisieren. Was man aber nicht vergessen darf, Demokratien sind auf den sogenannten mündigen Bürger angewiesen, wenn sie funktionieren sollen. Ein Bürger kann aber nur mündig sein, wenn ihm erstens Bildung widerfahren ist und er zweitens laufend, umfassend informiert wird. Dass beides nicht so ohne weiteres gegeben ist, bei der Bildung lässt sich da vermutlich sogar noch Einigkeit herstellen, dass da noch viel Luft nach oben ist, bei der Qualität der Berichterstattung eher weniger, dass beides, Bildung und umfassende Informationen meines Erachtens nicht so ohne weiteres gegeben ist, das gefährdet die Demokratie und damit letztlich den Frieden, was bekanntlich mehr ist als die Abwesenheit von Krieg. Journalismus ist eine nicht ganz unwichtige Säule, um einer Demokratie Standfestigkeit zu verleihen. Die Aufgabe, immer wieder neu darüber zu entscheiden, was in die Nachrichten kommt, worüber berichtet werden soll, was notgedrungen rausfällt, ist eine sehr verantwortungsvolle. Denn, und das weiß ich nur wirklich aus eigener Erfahrung, oftmals hat man eben nicht die Wahl zwischen richtig und falsch, sondern nur zwischen falsch und falsch. Also alles schwierig und kompliziert. Umso wichtiger, den Bürger ernst zu nehmen und mit allem zu versorgen, was man kriegen kann. Und zwar unabhängig von der eigenen Haltung in einem Meinungsstreit und auch ohne der Versuchung zu erliegen, selbst Politik machen zu wollen, statt Politik zu erklären. Ich könnte mir vorstellen, dass eine respektvolle, streitbare Debatte über diese Dinge die Chancen erhöht, um zu nachhaltigen, friedlichen Lösungen zu kommen, und zwar nicht nur mit Blick auf Russland und Ukraine. So verstehe ich meine Arbeit. Ich bin jedenfalls nicht gewillt, denjenigen das Feld zu überlassen, die auf jeden Fall die Deutungshoheit für sich ganz allein beanspruchen und meinen dafür auch noch so etwas wie eine moralische Berechtigung zu haben. Also Russland und wie weiter? Um diese Frage beantworten zu können, ist es wichtig, über die Vorgeschichte Bescheid zu wissen und über die Vorgeschichte dessen informiert zu sein, was wir heute haben. Diese Vorgeschichte, die beginnt nicht unmittelbar vor dem russischen Angriff auf die Ukraine, sondern weit vorher. Im Grunde beginnt es mit der Auflösung der Sowjetunion. Das ist im Übrigen gleich das erste entlarvende Beispiel für den Gebrauch von Sprache. Bei uns im Westen heißt es ja immer Zerfall der Sowjetunion. Dabei war es eine mehr oder weniger politisch gesteuerte Auflösung, aber das nur nebenbei. Mit der Sprache beschäftige ich mich im weiteren Verlauf etwas intensiver. Die Vorgeschichte beginnt also im Grunde mit der Auflösung der Sowjetunion. Und es kann nicht schaden, sich ein paar Eckpunkte nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Man vergisst die Dinge nämlich so schnell, das werden Sie gleich sehen. Unter der Führung von Michail Gorbatschow hatte sich die Sowjetunion in ungeahnter Weise Richtung Westen geöffnet. Diese kraftvolle Aufbruchsstimmung ist kaum mit Worten zu beschreiben. Die Hoffnungen und die Erwartungen waren riesig. Das, was den Menschen zugemutet wurde, war allerdings auch gigantisch, wurde aber im politischen Westen in seiner Bedeutung nicht wirklich zur Kenntnis genommen. Es waren knapp formuliert drei Revolutionen, die sich da abgespielt haben und die bewerkstelligt werden mussten. Die erste von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft, das sagt sich so leicht und es bedeutet so viel. Die Menschen aus der ehemaligen DDR verstehen das in der Regel besser als die Menschen im westlichen Teil Deutschlands. Und für Russland kommt erschwerend noch hinzu, abgesehen von der Größe natürlich, dass die russische Wirtschaft nicht von der Planwirtschaft ruiniert, sondern von ihr geschaffen wurde. Das ist ein gravierender Unterschied.
Die zweite Revolution von der Diktatur der Kommunistischen Partei zu rechtsstaatlichen Strukturen. Wem ist heute noch bewusst, dass der Führungsanspruch der Kommunistischen Partei in der sowjetischen Verfassung verankert war? Die Verfassung musste also geändert werden. Und zunächst war der Weg auch recht geradlinig zu rechtsstaatlichen Strukturen. Die Verfassung ist auch heute nicht das Problem, aber die Verfassungswirklichkeit. Da ist es massiv rückwärts gegangen. Und die dritte Revolution von der Sowjetunion zum Nationalstaat, lange Zeit im Westen überhaupt nicht als Problem erkannt. Bitte bedenken Sie dabei auch, dass für alle Verbrechen und Verletzungen, die durch die Sowjetunion passiert sind, der Westen in Bausch und Bogen Russland verantwortlich gemacht hat. Alle anderen Staaten, die nach der Auflösung der Sowjetunion entstanden sind, bekamen vom Westen, vom politischen Westen, die Chance zu einem mehr oder weniger unbelasteten Neuanfang. Russland nicht. Diese Grundhaltung, die ist nicht unwichtig, denn sie ist die Basis dafür, alte Feindbilder ganz schnell wieder aufleben zu lassen. Die Russen waren und sind die Bösen. Stalin wird ja auch wirklich nicht als Georgier wahrgenommen, sondern irgendwas aus Russland. Wie ging es dann weiter? Dann kam Boris Jelzin, der Hoffnungsträger, zunächst sowohl im Westen als auch in Russland so gesehen, als der Reformer, der Demokrat. Aber der russische Alltag wurde sehr bald beherrscht von Wildwestkapitalismus, von Korruption und großem Chaos. Und zwar chaotischen Zuständen, die wir uns in unserem relativ gesehen durchstrukturierten Land kaum wirklich vorstellen können. Jelzin wurde durch mehr als zweifelhafte Privatisierungen von Schlüsselindustrien zum Geburtshelfer der Oligarchen, der Geldelite. Unter ihm fand ein beispielloser Ausverkauf des Landes statt. Er hat es eigentlich mehr verschenkt als verkauft. Profitiert haben nicht nur russische Oligarchen, sondern auch der Westen, und zwar nicht zu knapp. Schlimm genug das alles, aber das Allerschlimmste, und das zeigt sich bis heute, all die schönen westlichen Begriffe wie Liberalisierung und Demokratisierung, die waren in der Theorie schön, aber in der Praxis erwiesen sie sich für die Menschen in Russland nicht als das verheißene Paradies, sondern als das pure Chaos. Und das konnte ja kaum erstrebenswert sein. Damit waren diese Begriffe nachhaltig beschädigt. Und ich rede nicht mal vom Zusammenschießen des russischen Parlaments, das Jelzin 1993 veranlasst hat. Das war auch eher undemokratisch. Aber im Ergebnis, im Sinne des Westens. Und deshalb wurde dieser Akt auch nicht kritisiert, wie man ihn normalerweise hätte kritisieren müssen, von wegen westlicher Werte und so, sondern gefeiert. Was sollten die Bürger Russlands davon halten? Die genauen Vorkommnisse und die Chronologie der Ereignisse, die kann man nachlesen. In diesem Chaos, in dieser Situation, in der kriminelle Strukturen das einzig Verlässliche waren, da kam Putin gerade recht. Ein junger, gesunder, sportlicher Mann, der mit seiner Politik und seinem Auftreten den Menschen in Russland wieder sowas wie Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen zurückgegeben hat. Statt jetzt die Chancen zu nutzen und nun endlich an dem gemeinsamen europäischen Haus zu bauen, dessen Vision Michail Gorbatschow entwickelt hat, fiel westlichen Beobachtern nichts anderes ein, als daran herumzumäkeln, dass Putin ja ein KGB-Mann war. Das allein sagt gar nichts. Zum einen hat das KGB Ende der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts in beispielloser Form seine eigene kriminelle Vergangenheit aufgearbeitet. Dazu gibt es im Übrigen eine ARD-Produktion von mir unter dem Titel KGB, Verbrechen und Glasnost. Und zum anderen hat Putin im Zusammenhang mit dem missglückten Putschversuch im Sommer 1991, Sie erinnern sich, als eine Clique um den KGB-Chef Kryuchkov die Macht an sich reißen wollte und Panzer durch Moskau rollten und man Gorbatschow mit seiner Familie auf der Krim festgehalten hat. Putin hat genau da seinen Dienst quittiert. Das heißt,
zu einem Zeitpunkt, als noch nicht abzusehen war, dass dieser Putsch scheitert. Das ist ja ein Statement. Aber solche Details, die stören ja nur. Fakt ist, dass Putin in seiner ersten Amtszeit dem Westen jede Menge Angebote gemacht hat, zur Zusammenarbeit, Vorschläge, Herr Müller hat ja gerade auch einiges erwähnt, die aber alle entweder ignoriert oder gleich zurückgewiesen worden sind. Und das ist keine Marginalie, sondern das ist eine Grunderfahrung, die weiteres Verhalten prägt. Fakt ist weiter, dass Putin in seiner ersten Amtszeit die Bedeutung einer starken Zivilgesellschaft sehr hoch gehängt hat und sehr viel dafür getan hat, diese zu entwickeln. Die zahlreichen Versuche, die wurden bei uns entweder gar nicht zur Kenntnis genommen oder gleich ins Lächerliche gezogen. Für diejenigen, die jetzt denken, naja, die kann uns ja viel erzählen, wo sind denn die Belege dafür? Die finden Sie in meinen früheren Büchern, unter anderem in Was passiert in Russland. Detailliert, chronologisch, was da alles passiert ist, hat uns nicht die Bohne interessiert. In Zeiten der Zeitenwende muss man ja ganz besonders darauf achten, Missverständnisse zu vermeiden. Deshalb an dieser Stelle eine Zwischenbemerkung. Wenn ich westliche Fehler benenne, dann heißt das ja nicht, dass ich im Umkehrschluss behaupte, Russland sei fehlerfrei und lediglich das arme Opfer. Das sind nicht die Kategorien, in denen ich denke. Und wenn ich Putins Politik in seinen Anfängen als Präsident erkläre, analysiere, dann hat das nichts damit zu tun, seine späteren Aktivitäten sowohl nach innen als auch nach außen zu rechtfertigen. Erklären hat nichts mit Rechtfertigen zu tun. Das ist eines der verheerenden Missverständnisse unserer Tage. Ich konzentriere mich aus zwei Gründen auf westliche Fehler. Zum einen werden sie hier bei uns eher weniger beleuchtet, also versuche ich in gewisser Weise auszugleichen. Und zum anderen sollte man sie kennen, um sie nicht zu wiederholen. Das führt uns zur Grundsatzfrage, die es zu beantworten gilt. Verfolgt Russland imperialistische Interessen? Oder ging und geht es Russland um eine funktionierende Sicherheitsarchitektur, die Russland mit einschließt? Und darüber muss faktenbasiert debattiert werden. Das heißt analytisch und nicht ideologisch oder gar moralisch. Es hilft nicht, wenn sich deutsche Politiker in Bedrohungsszenarien ergehen und vor, ich zitiere, Großmachtfantasien Putins warnen oder Experten Zeitschienen entwickeln, nach denen die Russen in 5 Jahren in Berlin stehen. Solche Aussagen dienen eher dazu, Angst zu schüren, als dass sie das Ergebnis einer nüchternen Lagebeurteilung wären. Selbst der NATO-Generalsekretär Stoltenberg, der ja nicht unbedingt wegen seiner Zurückhaltung gegenüber Russland bekannt ist, der hat kürzlich gesagt, dass von Russland derzeit keine Bedrohung ausgehe. Und das Gleiche finden Sie auch in diversen US-Strategiepapieren. Also warum diese Panikmache? Ganz klar. Wenn die enormen Kraftanstrengungen fortgesetzt werden sollen, um die Ukraine im Krieg gegen Russland finanziell und mit Waffen zu unterstützen, dann muss die Angst vor einem russischen Angriff über die Ukraine hinaus geschürt werden, damit die Bevölkerung das alles ohne zu murren mitmacht. Dazu gehört ja auch die Behauptung, unsere Demokratie, unsere Freiheit würde in der Ukraine verteidigt. Das stimmt diesmal genauso wenig, wie es damals in Afghanistan gestimmt hat, als man gesagt hat, unsere Freiheit, unsere Demokratie würde am Hindukusch verteidigt. Es finden sich leider immer wieder Beispiele in der Geschichte, die zeigen, dass Freund-Feind-Bilder und die Dämonisierung des Gegners dazu dienen, eine ganze Gesellschaft kriegsbereit zu machen. Unser Verteidigungsminister, es ist ja eben auch schon angeklungen, unser Verteidigungsminister, der heißt ja nicht Kriegsminister. Unser Verteidigungsminister benutzt zunehmend die Begriffe kriegstüchtig und kriegsbereit, statt wehrhaft und verteidigungsfähig. Das unterläuft ihm ja nicht aus Versehen. Eine systematische, chronologische, Chronologie ist dabei besonders wichtig. Eine systematische, chronologische Betrachtung russischer Aussagen und russischer Politik läuft immer wieder darauf hinaus,
dass es Moskau um einen angemessenen Platz in der neuen Sicherheitsarchitektur ging und geht, die nötig wurde, nachdem die Ost-West-Konfrontation Ende der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts überwunden war, so schien es zumindest damals. Nach der Auflösung des Warschauer Paktes hätte sich die NATO sinnvollerweise umgestalten müssen. Dazu gab es ja auch Pläne, die zeitweise sogar die Mitgliedschaft Russlands nicht mehr ausschlossen. Die NATO war mal als Verteidigungsbündnis gegründet worden. Nur der Feind, also Sowjetunion oder Russland, der existierte ja nicht mehr. Also musste eine neue Aufgabe her und die Out-of-Area-Einsätze, also Operationen außerhalb des eigenen Gebietes, wurden proklamiert, aus meiner Sicht der Anfang vom Ende. Und statt das riesige Russland sicherheitsarchitektonisch in irgendeiner Weise mit einzubeziehen, hat sich die NATO strukturell eben nicht verändert, sondern lediglich nach Osten ausgedehnt. Es gab dann zwar den NATO-Russland-Rat, aber der war in dem Sinne eher eine kosmetische Korrektur und keine Beteiligung auf Augenhöhe. Die NATO-Osterweiterung war jedenfalls einer der größten Fehler seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Das hat unter anderem auch der langjährige deutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher so gesehen. Und was vielleicht noch aussagekräftiger ist, selbst George Kennan, also im Grunde der Architekt amerikanischer Eindämmungspolitik, hat damals gesagt, und ich zitiere jetzt wörtlich: "Ich denke, das ist ein tragischer Fehler. Es gab überhaupt keinen Grund dafür. Niemand bedroht irgendjemanden." Und etwas weiter heißt es bei ihm: "Natürlich wird es darauf zukünftig eine böse Reaktion durch Russland geben. Und dann werden Sie, also die NATO-Erweiterer, sagen, so sind Sie, die Russen. Wir haben es euch immer gesagt. Aber das ist komplett falsch." George Kennan, den man meines Wissens nicht mit der heutigen Bedeutung von Russlandversteher identifiziert. Mit der NATO-Perspektive für die Ukraine, also dem unmittelbaren Nachbarn, mit darüber hinaus ganz besonderer historischer und emotionaler Bedeutung für Russland und die Russen. Mit der NATO-Perspektive für die Ukraine war dann die Schmerzgrenze überschritten. Das Sicherheitsbedürfnis Russlands wird auf der politischen Agenda des Westens eher ins Lächerliche gezogen. So nach dem Motto, das Riesenland, wer soll das denn bedrohen? Dabei genügt ein Blick auf die Landkarte und einer in Strategiepapiere und Planspiele, in denen die Aufspaltung Russlands angestrebt wird, und ein Regimewechsel in Moskau. Ein entscheidender sicherheitspolitischer Unterschied zwischen Russland und den USA besteht schlicht in der Geografie. Die USA haben westlich und östlich ihres Landes Ozeane vor der Tür. Im Norden mit Kanada einen NATO-Partner. Und im Süden grenzt es an Mexiko, von dem aus ja nun wirklich sicherheitspolitisch kein Risiko für die USA ausgeht. Bei Russland sieht das ganz anders aus. Russland sitzt auf einer riesigen Landmasse mit über 20.000 Kilometern Landgrenze. Wer es genau will, 22.125. Die über weite Strecken schwierig zu verteidigen sind. Und Russland hat 14 Nachbarn, nicht zwei, mit denen teilweise die Beziehungen schwer belastet sind. Sicherungstechnisch also qualitativ eine ganz andere Aufgabe, die selbstredend auch zu anderen Befindlichkeiten führt. Was man auch nicht vergessen sollte, Russlands historisch gewachsene Ängste. Wir sind ja immer darauf programmiert, die historisch gewachsenen Ängste von Polen und den baltischen Staaten zur Kenntnis zu nehmen. Das ist richtig, das ist richtig. Aber Russlands gewachsene historische Ängste, die nehmen wir nicht zur Kenntnis. 1904 wurde Russland im Osten von Japan angegriffen. Im Ersten Weltkrieg haben deutsche Truppen große Teile Russlands besetzt. Der Friedensvertrag von Brest-Litowsk 1917, der bedeutete für Moskau schmerzliche Verluste und äußerst schwere Bedingungen. In den anschließenden russischen Bürgerkrieg
griff das westliche Ausland ein, allen voran Frankreich und Großbritannien. Was auch gerne übersehen wird, dass Polen die Schwäche Russlands nach dem Ersten Weltkrieg auszunutzen versuchte, um sein Territorium nach Osten zu erweitern, und zwar jenseits der Linie, die bei den Friedensverhandlungen eigentlich die Ostgrenze Polens bilden sollte. Das Großpolen der Zwischenkriegszeit hat sich damit genau die sowjetischen Gebiete angeeignet, die Stalin dann 1939 wieder zurückgeholt hat. Ja, und dann natürlich nicht zu vergessen der deutsche Überfall 1941 mit all dem unermesslichen Leid und unvorstellbarer Grausamkeit. Weiter zurückliegend, aber durchaus noch präsent, ist auch der französische Angriff unter Napoleon 1812. Also, russische Ängste und Bedrohungsgefühle, die haben einen realen Hintergrund, der das absolute Kontrastprogramm zu den USA darstellt. Und allein aufgrund dieser Kombination historischer Erfahrungen und geografischer Lage stellt sich für Russland die Bedrohungssituation ganz anders dar. Und wegen der hohen Zahl amerikanischer Militärstützpunkte rund um die Welt lässt sich mit Fug und Recht sagen, die NATO hat Russland eingekreist und rückt jetzt eben auch von Westen her immer näher an russische Landesgrenzen. Nochmal zum Vergleich, oder nur mal zum Vergleich. Russland betreibt 11 Militärstützpunkte außerhalb des eigenen Landes, davon 9 in unmittelbarer Nähe Russlands. Die USA betreiben fast 800 Militärstützpunkte in mehr als 70 Ländern dieser Welt. Wer bedroht hier also wen? Und dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob eine Bedrohung tatsächlich vorliegt oder sie nur als solche wahrgenommen wird. Das reicht, um die Grundlage eines friedlichen Nebeneinander oder gar Miteinander zu zerstören. Die Grundlage wäre nämlich ein Minimum an Vertrauen. Und wo soll das bei der Lage herkommen? Ich würde behaupten, das gegenseitige Misstrauen war noch nie so groß wie jetzt. Dazu tragen natürlich auch solche Äußerungen bei, wie die von Frau Merkel, die gesagt hat, dass es zu den Vereinbarungen von Minsk ja nur gekommen sei, um der Ukraine Zeit zu verschaffen, wehrhafter zu werden. Mit anderen Worten, die Vereinbarungen selbst, die waren gar nicht ernst gemeint. Das ist ein verheerendes Signal natürlich. Wozu denn dann überhaupt noch Vereinbarungen treffen? Betrachten wir die jüngste Vergangenheit doch mal aus russischer Perspektive. Da war der Kosovo-Krieg 1999, dann der Irak-Krieg 2003, beide Kriege angeführt von den USA, ohne Zustimmung des UN-Sicherheitsrates, sozusagen aus eigener Machtvollkommenheit, wo internationale Regeln keine Rolle mehr spielen. Nicht Moskau hat versucht, die Welt umzugestalten. Das waren schon die USA, beziehungsweise der politische Westen. Dazu passt die Aufkündigung fast aller Abrüstungsverträge, die zum Teil ja historische Ausmaße hatten, wenn man nur daran denkt, dass es tatsächlich gelungen war, mit dem INF-Vertrag eine ganze Waffenkategorie nicht nur zu beschränken, sondern abzuschaffen, zu vernichten. Und auch hier, nicht Moskau hat die Verträge gekündigt, sondern die USA. In dem Zusammenhang empfiehlt sich ein Blick auf die Chronologie der gegenseitigen Vorwürfe, wer wann entsprechende Verträge verletzt haben soll. Die immer wieder angeführten Iskander-Raketen in Kaliningrad, die waren eine Gegenmaßnahme auf das von den USA in Polen und Rumänien stationierte Raketenabwehrsystem. Wobei man wissen muss, dass diese Abwehrsysteme sich technisch ganz leicht in Angriffssysteme umwandeln lassen. Das ist alles nicht so schwarz-weiß, wie es uns oftmals suggeriert wird. Um jetzt die Kurve zur Ukraine zu kriegen, das US-amerikanische Engagement in der Ukraine ist schon bemerkenswert. Ich rede jetzt gar nicht mal von den Unsummen, mit denen immer wieder Wahlen in der Ukraine beeinflusst bzw. Erziehungsprogramme finanziert worden sind. Die heißen tatsächlich so, Educational Programs.
damit die Ukrainer in allen Landesteilen endlich begreifen, dass sie in der NATO besser aufgehoben sind. Dafür gab es nämlich lange überhaupt keine Mehrheit in der Bevölkerung. Im Gegenteil, der neutrale Status der Ukraine, der war ja sogar in der Verfassung verankert. Also abgesehen davon war die Ukraine immer wieder Schauplatz groß angelegter NATO-Manöver. Die USA steigerte die Zahl ihrer Aufklärungsflüge an der ukrainisch-russischen Grenze systematisch. Und wie man jüngst in der New York Times lesen konnte, betreiben die USA seit etwa 8 Jahren 12 geheime CIA-Basen unmittelbar an der ukrainisch-russischen Grenze. Dieses Engagement amerikanischer Geheimdienste soll, so die New York Times, eine Schlüsselrolle gespielt haben bei der Entscheidung des russischen Präsidenten im Februar 2022 in die Ukraine einzumarschieren. Moskau habe nämlich befürchtet, so kann man da lesen, dass sich die Ukraine mit Hilfe der CIA, des britischen Auslandsgeheimdienstes MI6 und weiterer westlicher Dienste in ein Sprungbrett für Operationen gegen Russland verwandelt. Vor dem Einmarsch in die Ukraine hat der russische Präsident förmlich um Sicherheitsgarantien gefleht. Aber man wollte ja nicht mal mit ihm reden. Und ich spreche jetzt nicht von den Gesprächen zwischen Scholz und Putin oder Macron und Putin an diesem überdimensional langen Tisch, sondern davon, wie darauf in den USA reagiert wurde. Wen das alles an die Zeiten des Kalten Krieges erinnert, der sollte eine begriffliche Steigerung parat haben. Denn heute ist es viel gefährlicher. Nicht umsonst hat man damals vom Gleichgewicht des Schreckens gesprochen. Eigentlich geht es genau um dieses Gleichgewicht, dieses Austarieren, dieses Erhalten der Zweitschlagfähigkeit, die einen möglichen Aggressor davon abhält, den ersten Schlag auszuführen, weil er damit rechnen muss, als Zweiter kaputt zu gehen. Und der politische Westen setzt alles daran, dieses Gleichgewichtskonstrukt aus der Balance zu bringen. In internationalen Verträgen ist vielfach davon die Rede, dass die Sicherheit des einen nicht auf Kosten der Sicherheit des anderen entwickelt werden darf, gewährleistet werden darf. Und wer hält sich noch daran? Was ist denn aus den Kommunikationskanälen geworden, die für Zeiten der Krisen geschaffen wurden? Der NATO-Russland-Rat und diverse andere Gesprächsforen sind ausgesetzt bzw. ganz abgeschafft worden. Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine entspricht es dem Zeitgeist, Entspannungspolitiker für diese Entwicklung mitverantwortlich zu machen, ihnen eine Mitschuld daran zu geben, dass es zum russischen Angriff überhaupt gekommen ist. Und nicht wenige dieser Entspannungspolitiker, auch namhafte, ziehen jetzt sämtliche Körperteile ein und erklären diese Politik für einen bedauerlichen Fehler. Dabei wird meines Erachtens umgekehrt ein Schuh draus. Nicht-Entspannungspolitiker sind für den derzeitigen Zustand verantwortlich, sondern die Tatsache, dass sich die Entspannungspolitiker mit ihrer Politik eben nicht haben durchsetzen können. Auch darüber könnte und müsste man faktenbasiert und zivilisiert streiten. Und nicht jedes Argument, was nicht zur derzeitigen Regierungslinie passt, als Desinformation oder Fake News abqualifizieren, damit es undiskutabel wird. Oder noch schlimmer als russische Propaganda, auf die wir ja alle massenhaft hereinfallen. Darüber könnte man endlos streiten. Aber viel wichtiger scheint mir der Blick nach vorne zu sein, ist schwierig genug. Und um eine Perspektive zu entwickeln, braucht es eine schonungslose Bestandsaufnahme und die Benennung von Interessen. Fangen wir mit den Interessen an. Friedliche Politik ist nichts anderes als funktionierender Interessenausgleich. Da geht es nicht um Moral, wie vielfach behauptet wird. Sogar die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten in den USA, Kamala Harris, hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz mit Blick auf amerikanisches Engagement in Europa folgenden Satz gesagt.
Sie hat gesagt, wir tun das nicht aus Nächstenliebe, sondern weil es in unserem strategischen Interesse liegt. Wäre gut, wenn Deutschland und die EU mal anfangen würden, ihre strategischen Interessen zu formulieren. Da gibt es sicher Berührungspunkte mit den USA oder Schnittmengen, wie das heute immer so schön heißt. Aber es gibt eben auch in der Bedeutung nicht zu unterschätzende Unterschiede. Und die gilt es herauszuarbeiten und deutlich zu benennen. Es liegt zum Beispiel im Interesse der EU, insbesondere Deutschlands, gute Beziehungen mit Russland zu haben. Und es liegt im Interesse Russlands, gute Beziehungen mit der EU bzw. Deutschland zu haben. Wir sind nicht nur Nachbarn, wir sind natürliche Partner, wir ergänzen uns. Genau das liegt aber überhaupt nicht im Interesse der USA, ganz im Gegenteil. Es hat ja seinen Grund, warum man in US-amerikanischen Dokumenten lesen kann, dass die einzige wirkliche Gefahr für die Vormachtstellung der USA ein funktionierender eurasischer Kontinent ist. China spielt nochmal eine spezielle Rolle. Diese aus US-amerikanischer Sicht Gefahr einer guten Zusammenarbeit, die ist ja nun bis auf Weiteres gebannt. Insofern, die einzigen, die von dieser Situation profitieren, sind die USA und natürlich die Waffenindustrie. Für die USA ist es ein Erfolg, ihr strategisches Ziel, das schon seit etwa 100 Jahren in offiziellen Papieren auftaucht, erreicht zu haben. Nämlich eine gedeihliche Zusammenarbeit auf dem eurasischen Kontinent zu verhindern bzw. zu zerstören. Und darüber hinaus werden sie endlich ihr umweltschädliches und sauteures Fracking-Gas los und haben die preiswerte Konkurrenz, die wir bequem vor der Nase hatten, ausgeschaltet. In Deutschland sind die Energiepreise so hoch, dass es für viele Betriebe existenzgefährdend wird oder schon geworden ist. Und das eben nicht, weil Russland uns den Gashahn zugedreht hat, wie es ja gebetsmühlenartig immer wieder heißt, sondern weil wir vollmundig auf russisches Gas verzichtet haben, um nicht mit dazu beizutragen, die russische Kriegsmaschinerie am Laufen zu halten. Das Verrückte ist, wir kriegen ja trotzdem russisches Gas. Nur über Umwege und um ein Vielfaches teurer. Bevor ich auf die angekündigte Bestandsaufnahme zu sprechen komme, mal wieder Zeit für eine Zwischenbemerkung, von wegen möglicher Missverständnisse. Wenn ich die Politik der USA kritisiere, dann sollte man das nicht mit Anti-Amerikanismus verwechseln. Ich finde das Land der Vereinigten Staaten von Amerika ähnlich faszinierend wie Russland. Auch die Erfahrungen mit Menschen auf meinen Reisen quer durch den Kontinent waren überwiegend positiv. Und ich halte es für legitim, wenn ein Land in erster Linie an sich denkt, also seine Interessen verfolgt. Und dann erst überlegt, wie man das mit dem Wohl der Nachbarn verbinden könnte. Das finde ich alles in Ordnung. Solange man auch von Interessen offen redet und den Interessen nicht humanitäre Deckmäntelchen umhängt, damit die Interessen besser aussehen. So weit, so gut. Bedenklich wird es erst, wenn ein quasi religiös begründeter, nahezu missionarischer Eifer dafür sorgt, sich das Recht zu nehmen, überall auf der Welt verdeckt oder auch offen, gewaltsam einzugreifen, um eigene Interessen zu verfolgen. Das widerspricht allen internationalen Vereinbarungen und ganz massiv der UN-Charta. Im Namen der Demokratie ist auch nicht alles erlaubt. Jetzt zur Bestandsaufnahme. Dazu gehört die Feststellung, dass sich die Tragik der Ukraine nicht nur in Toten, Verletzten, Traumatisierten und dieser unbeschreiblichen Zerstörung dieses Landes bemisst,
sondern auch darin, dass eine intelligente Politik nach allem, was man weiß, das alles hätte verhindern können, wenn man sie denn gelassen hätte. Der brasilianische Präsident Lula da Silva, der bringt es gut auf den Punkt, wenn er sagt, Russland trägt die alleinige Verantwortung für den Ausbruch des Krieges, aber mittlerweile sind die USA und Europa verantwortlich für die Förderung eines Stellvertreterkrieges. Gerade mal 4 Wochen nach Ausbruch des Krieges hat es eine Riesenchance gegeben, den Krieg zu beenden. Durch Vermittlung des damaligen israelischen Ministerpräsidenten Bennett kam es in Istanbul zu Verhandlungen, die erfolgreich verliefen, die noch nicht alles geklärt hatten, aber die Richtung war klar und vor allem der Wille, die Streitpunkte diplomatisch zu klären, sogar mit Blick auf das komplizierte Thema Krim. Das Ganze ist nicht an Russland gescheitert, sondern daran, dass ein Ende des Krieges zum damaligen Zeitpunkt nicht im Interesse der westlichen Staatengemeinschaft lag. Das war das Ergebnis eines NATO-Sondergipfels in Brüssel am 24. März 2022. Und Boris Johnson, der damalige britische Premier, hat das bei einem Blitzbesuch in Kiew am 9. April seinem ukrainischen Amtskollegen auch deutlich gemacht. Die Begründung hat der amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin geliefert. Der hat gesagt, wir müssen die Gelegenheit nutzen, Russland durch diesen Krieg auf Dauer militärisch und wirtschaftlich zu schwächen. Es ging also nicht in erster Linie um das Wohlergehen der Ukraine. Damit war alles, was bis dahin erreicht worden war, Makulatur. Und vor diesem Hintergrund muss man auch die teilweise dreisten Forderungen des ukrainischen Präsidenten und seiner Regierung bzw. des diplomatischen Personals sehen nach immer mehr Waffenhilfe. Klar, wenn ihr, die westlichen Staaten, das Ende des Krieges nicht haben wolltet, ja, dann helft uns gefälligst, das jetzt durchzustehen. Was die Moral und den Durchhaltewillen der Ukrainer betrifft, das ist sicher an der einen oder anderen Stelle immer noch vorhanden. Aber nach allem, was man hört, scheint es immer mehr Ukrainern zu dämmern, dass sie auf dem Altar geopolitischer Interessen geopfert wurden und werden. Lassen Sie mich an dieser Stelle das sagen: Wer den Ukrainern wirklich helfen will, der muss dafür sorgen, dass dieser Krieg aufhört. Dass das nach gut 2 Jahren Abnutzungskrieg für die Ukraine ungünstiger ausgehen wird als vorher, Stichwort Istanbul, März 22, das ist ziemlich traurig, aber das war abzusehen. Zur Bestandsaufnahme gehört auch der Stand der Dinge an der Front bzw. an den Fronten, wobei es ja bekanntlich nicht ganz einfach ist, im Krieg an gesicherte Informationen zu kommen, also mit der gebotenen Vorsicht. Der ukrainische Überraschungsangriff, die sogenannte Kursk-Offensive, die hat sich offenbar totgelaufen. Nach anfänglichen bemerkenswerten Geländegewinnen geht es nicht wirklich weiter. Und das vermutliche Kalkül Kiews, dadurch russische Truppen aus dem Süden zu binden, also für Entlastung im Donbass zu sorgen, ist nicht aufgegangen. Moskau ist nämlich darauf nicht hereingefallen, sondern nutzt die ohnehin vorhandene ukrainische Schwäche mit Blick auf Personal und Gerät, um im Donbass, das für Russland viel interessantere Gebiet, weiter vorzustoßen. Da stehen die Russen offenbar kurz vor der strategisch wichtigen Stadt Pokrowsk. Und deshalb strategisch wichtig, weil dort ein Eisenbahnknotenpunkt ist, der für die Versorgung eine große Rolle spielt. Und fast noch wichtiger, weil es danach kaum noch befestigte Verteidigungslinien gibt. Was nach Angabe der verschiedenen Militärblogger auffällt, ist, dass die von Russland eroberten Gebiete jetzt im Vergleich zum Beginn des Krieges kaum zerstört sind. Das lässt den Schluss zu, dass die ukrainische Gegenwehr stark nachlässt.
Der ukrainische Telegram-Kanal Deep State, der als eine der zuverlässigsten ukrainischen Quellen gilt, berichtet von dramatischen Personalproblemen im Südosten und von schmerzlichen Materialverlusten im Kursk-Gebiet. Und die britische Times und der Economist, die berichten Vergleichbares. Alles zusammengenommen spricht nicht dafür, dass die Ukraine das noch lange durchhält. Schon gar, wenn man die massiven russischen Luftschläge der vergangenen Tage betrachtet, mit denen vorwiegend Infrastruktur zerstört wird. So schnell kann man die Stromversorgung und die Heizkraftwerke gar nicht reparieren, wie sie immer wieder neu zerbombt werden. Und die ukrainischen Meldungen erfolgreicher Abwehr, die sind offenbar ziemlich geschönt. Denn wenn man den Zahlen aus einem weiteren ukrainischen Portal, Defense Ukraine, glauben darf, das sich unter anderem auch auf den derzeitigen Oberbefehlshaber beruft, dann würde das nämlich bedeuten, dass die Ukraine gerade mal ein Viertel der von Russland abgeschossenen Raketen abfangen konnte und etwa zwei Drittel der Drohnen. Die Ukraine braucht aber Erfolgsmeldungen, um den Westen bei der Stange zu halten. Und je verzweifelter die Lage wird, umso größer ist das Risiko, dass nicht mehr die Ratio, sondern die Panik das Verhalten bestimmt. Es ist ja auch kein Geheimnis, dass Selenskyj und seine Regierung alles unternehmen, um die NATO tatsächlich in diesen Krieg hineinzuziehen. Im Grunde ist es ohnehin eher eine seminaristische Diskussion, ob der Westen Kriegspartei ist oder nicht. Nach Auskunft des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages vom März 22 schon, wird man zwar nicht durch einfache Waffenlieferungen zur Kriegspartei, aber durch die Ausbildung von Soldaten. Und eine Ausbildung bei der Bundeswehr haben bereits Ende des vergangenen Jahres schon etwa 8000 ukrainische Soldaten durchlaufen. Es hängt also schon lange nicht mehr von uns ab, ob wir Kriegspartei sind oder nicht, sondern davon, wie Moskau unser Verhalten wahrnimmt. Verfahrener könnte das alles gar nicht sein. Und es wird nicht besser dadurch, diejenigen, die vehement diplomatische Aktivitäten fordern, mehr oder weniger auf der Gehaltsliste Moskaus zu vermuten. Dabei müsste es doch im ureigenen Interesse Deutschlands sein, auch der EU, Deeskalationskonzepte zu entwickeln, einen Plan für danach. Aber diese Initiativen, die gehen nicht von Deutschland oder der EU aus, sondern von China, von afrikanischen Staaten, von Brasilien. Dabei wären diese Länder weit vom Schuss, wenn die Sache hier aus dem Ruder läuft. Da würden Deutschland und die umliegenden Länder zum Schlachtfeld, nicht Brasilien oder China und auch nicht die USA. Reden wir nochmal über Entspannungspolitik und werfen einen Blick zurück. Die NATO hat seit dem Ende der 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts eine Doppelstrategie verfolgt. Einerseits militärische Stärke zeigen, andererseits aber sich auf einer politischen Ebene um Zusammenarbeit, Entspannung, Abrüstung zu kümmern. Damals wurde die Doppelstrategie der NATO gegenüber Russland mit den Begriffen Sicherheit und Entspannung umschrieben. Heute lauten die entsprechenden Begriffe Abschreckung und Dialog. Abschreckung ist ein aggressiver, Sicherheit ein defensiver Begriff. Dialog verkommt zur Lehrformel, wenn man die Interessen des Gegenübers von vornherein für illegitim hält. Entspannung steht dagegen für ein Programm, für einen umfassenden politischen Ansatz. Der Qualitätsunterschied zwischen der Politik damals und heute ist allein schon in der Begrifflichkeit erkennbar. Apropos Begrifflichkeit. Ich habe ja zu Beginn angekündigt, nochmal auf Sprache zurückzukommen. Es empfiehlt sich, als Medienkonsument eine gewisse Sensibilität für Sprache zu entwickeln, auch auf Wortwahl zu achten und auf dieses Messen mit zweierlei Maß. Und das bezieht sich nicht nur auf das Thema Russland und Ukraine. Wenn es sich zum Beispiel um ungesicherte Nachrichten handelt und es um die Guten geht, wo auch immer, dann heißt es, das und das ist offenbar so und so. Bei den Bösen wird aus dem Begriff offenbar dann in der Regel das Wort angeblich.
Da ist der Zweifel dann schon deutlich enthalten. Oder in einem Bericht über den ukrainischen Vorstoß auf Kursker Gebiet, da heißt es, war jetzt am 8. August, die ukrainischen Aufnahmen zeigen, wie sich russische Soldaten ergeben. Etwas später, im selben Bericht, russische Aufnahmen sollen zeigen, wie das und das und das passiert ist. Das Folgende hat nichts direkt mit Russland zu tun, aber ich möchte Ihnen trotzdem diese Facette nicht vorenthalten. Wie weit ist die Verrohung gediehen, wenn es bei der gezielten Tötung von Hamas- und Hisbollah-Führern in den Nachrichten heißt, sie seien ausgeschaltet worden? Die verwendeten Begriffe waren ausgeschaltet oder gar eliminiert, nicht getötet oder ermordet. Anderes Beispiel. Es gibt feststehende Begriffe. Dazu gehört der völkerrechtswidrige Angriffskrieg auf die Ukraine. Dagegen ist nichts einzuwenden. Aber wenn man in diesem Fall so präzise formuliert, warum dann nicht durchgängig, dann dürfte es nämlich nicht heißen, die von Israel besetzten Golanhöhen. Das war und ist auch völkerrechtswidrig, wird aber nicht so genannt. Sie können sich sicher noch an den großen Unmut erinnern, als der ungarische Präsident Viktor Orbán gleich zu Beginn seiner EU-Ratspräsidentschaft mit einer intensiven Reisediplomatie zum Thema Ukraine startete. Man muss Orbán nicht mögen, um festzustellen, dass das keine seiner schlechtesten Ideen war. Aber darum geht es jetzt gar nicht, sondern um die Meldung in den Nachrichten, die da lautete, Orbán traf sich mit Putin, mit Xi und Trump. Der ukrainische Präsident Zelensky, mit dem er sich zuallererst getroffen hat, der wird einfach unterschlagen. Das würde ja die Reihe der Bösewichte stören. Also lässt man ihn einfach weg. Mit solchen Mitteln, ganz gleich, ob automatisch oder bewusst, wird allein die Idee, zu einer Lösung zu kommen, verächtlich gemacht. Denn was kann man schon erwarten bei Putin, Xi und Trump? Vielleicht noch das, weil es zeigt, wie sehr sich die Stimmung in unserem Land geändert hat. Ende Juli wurde die schleswig-holsteinische Ministerpräsidentin Manuela Schwesig als derzeitige Vorsitzende des Bundesrates zu einer möglichen Olympiabewerbung Deutschlands befragt. Und die letzte Frage an sie lautete: Ist es Ihrer Ansicht nach richtig, dass Deutschland an den Spielen in Paris nicht teilnehmen darf? Und Frau Schwesig antwortete: Olympische Spiele stehen für Frieden. Und deshalb ist es richtig, dass Russland nicht teilnimmt. Wie groß muss der Druck sein, dass sich so jemand wie Manuela Schwesig zu dieser Aussage hinreißen lässt? Wenn man ihre Formulierung ernst nimmt, dann dürften eine ganze Reihe anderer Nationen auch nicht teilnehmen. Aber sie... Aber sie muss darauf achten, sich nicht mit einem falschen Halbsatz zu Russland angreifbar zu machen, denn ihr hängt ja noch die politische Unterstützung von Nord Stream 2 an. Man kann zurzeit keinen Vortrag über Russland und die Ukraine halten, ohne auf die für 2026 geplante Raketenstationierung in Deutschland zu sprechen zu kommen. Die einen sind fest davon überzeugt, dass es unsere Sicherheit erhöht. Die anderen denken, dass das Gegenteil der Fall ist. Es wird Sie nicht wundern, dass ich zu denen gehöre, die diese Pläne für eine gefährliche Eskalation halten. Und ich möchte im Folgenden darlegen, warum. Das Stationierungsthema hat ja mindestens zwei Aspekte: einen waffentechnischen bzw. sicherheitspolitischen und einen demokratischen. Und ich fange mal mit dem Demokratischen an. Beim NATO-Doppelbeschluss 1979, als es um die Aufstellung von Mittelstreckenraketen in Europa, nicht nur in Deutschland, ging, da gab es eine intensive parlamentarische und gesellschaftliche Debatte. Selbst in der NATO wurde kontrovers diskutiert. Und es dauerte 4 Jahre,
bis das Parlament der Aufstellung der Pershings zustimmte, begleitet von den größten Demonstrationen, die Deutschland je erlebt hat. Heute sieht die Sache anders aus. Sozusagen aus heiterem Himmel wird am Rande des NATO-Gipfels am 10. Juli in Washington eine gemeinsame Erklärung der USA und Deutschland veröffentlicht, und ich zitiere daraus: Die Vereinigten Staaten von Amerika werden beginnend 2026 als Teil der Planung zu deren künftiger dauerhafter Stationierung zeitweilig weitreichende Waffensysteme ihrer Multi-Domain-Task-Force in Deutschland stationieren. Diese konventionellen Einheiten werden bei voller Entwicklung SM-6, Tomahawks und derzeit in Entwicklung befindliche hypersonische Waffen, also Überschallwaffen, umfassen. Diese werden über deutlich größere Reichweite als die derzeitigen landgestützten Systeme in Europa verfügen. Diese weitreichende Entscheidung taucht aber in der Schlusserklärung des NATO-Gipfels gar nicht auf. Stattdessen steht da was von der Bereitschaft der NATO zur Rüstungskontrolle und Abrüstung. Ist ja auch schon mal merkwürdig. Abgesehen davon, dass es über diese Stationierungsentscheidung eben keine Debatte gab und auch nicht wirklich gibt, tauchen diverse Fragen auf. Wieso diesmal nur in Deutschland? Anfang der 80er Jahre wurden Pershings, wenn ich nicht irre, in 5 verschiedenen europäischen Ländern stationiert. Wer hat dann die Befehlsgewalt? Nur die USA? Hat Deutschland wenigstens ein Veto oder stehen die Dinger nur bei uns? Und es kommt noch was hinzu. Obwohl der Eindruck erweckt wird, als handele es sich um eine gemeinsame Entscheidung, es war ja auch eine gemeinsame Erklärung, stellt sich bei näherem Hinsehen etwas ganz anderes heraus. Die genauen Details hat der Kollege Wolfgang Lieb akribisch zusammengetragen. Das finden Sie im Internet, aber ich nenne Ihnen jetzt natürlich grob die entsprechenden Fakten. Schon unter Obama, Friedensnobelpreisträger, haben sich die USA grundsätzlich für eine derartige Stationierung entschieden. Ab 2017 unter Trump wurde mit dem Aufbau einer militärischen Verbandsstruktur der US-Armee begonnen und das ist der springende Punkt, seit dem 13. April 2021, also lange vor dem russischen Angriff auf die Ukraine, laufen die konkreten Vorarbeiten. Da nämlich wurde entschieden, eine von den 5 Multi-Domain Task Forces in Wiesbaden zu stationieren. Mit anderen Worten, und ich zitiere jetzt den Kollegen Lieb, es handelte sich also um eine von langer Hand vorbereitete, einseitige Entscheidung der USA. Die Verquickung mit dem russischen Angriff auf die Ukraine dient eher dazu, mit der Angst vor Putin eine öffentliche Diskussion zu lähmen oder zu unterbinden. Dem ist nichts hinzuzufügen. Und den ausführlichen Artikel kann ich nur empfehlen. Wenn wir jetzt einen Perspektivwechsel vornehmen und das Ganze aus Moskauer Sicht betrachten, durch die Hyperschallwaffen, 17-fache Schallgeschwindigkeit, kann sich vermutlich keiner vorstellen. Durch die Hyperschallwaffen wird die Vorwarnzeit drastisch reduziert. Was folgt denn dann strategisch daraus? Ob Moskau das in der derzeitigen angespannten Lage als defensive Maßnahme des Westens begreift oder doch eher als Vorbereitung für einen Überraschungsangriff? Und wenn damit dann zu rechnen ist, wäre es dann aus Moskauer Sicht nicht besser, präventiv dagegen vorzugehen? Ganz gleich, ob präventiv oder als Vergeltungsschlag, es wird sich in dicht besiedeltem deutschem Gebiet abspielen. Helmut Schmidt hatte schon recht, als er bereits 1968, damals noch Militärexperte der SPD, in einem Buch darauf hingewiesen hat, dass landgestützte Systeme nach Alaska, Grönland oder in irgendwelche Wüsten gehören, aber sicher nicht in dicht besiedelte Gebiete. Mir erschließt sich jedenfalls nicht, wie sich dadurch, durch diese Aktion, unsere Sicherheit erhöhen soll. Applaus
Und offen gestanden, ich begreife auch nicht, warum Menschen bei uns nicht massenhaft auf die Straße gehen, um sich dagegen zu wehren. Die junge Generation, für die Frieden offenbar etwas Selbstverständliches geworden ist, ist dermaßen auf Klimawandel fixiert, dass für das Thema Krieg und Frieden offenbar kein Platz mehr ist. Dabei sollte jedem klar sein, wenn es mit dem Frieden nicht funktioniert, vor allen Dingen angesichts der Nuklearwaffen, dann ist er mit dem Klima auch schon egal. Es ist ein bisschen schwierig, bei diesem Thema positiv oder mit einer Art Lichtblick zu enden. Ich will es trotzdem versuchen. Allein dafür, ne? Wenn wir uns erinnern, was entspannungspolitisch alles möglich ist, dann müssen wir nur an den Beginn der sogenannten neuen deutschen Ostpolitik denken. Die begann nämlich unmittelbar, nachdem die Sowjetunion 1968 die Demokratiebewegung in der Tschechoslowakei niedergewalzt hatte. Das war brutalst. Da hätte man sich auch hinstellen können und sagen, mit denen reden wir nicht. Oder wie es heute heißt, mit so jemand darf man nicht reden. Wir müssen demjenigen eine Lektion erteilen, dass sowas nicht ungestraft bleibt. Kann man doch nicht einfach nur reden. Doch, gerade dann. Das Ergebnis der neuen Ostpolitik ist bekannt. Über Jahrzehnte nur Vorteile für alle Beteiligten, sowohl humanitär als auch wirtschaftlich. Da müssen wir wieder hin. Und jeder, der davon überzeugt ist, darf mit seiner Meinung sich nicht verstecken. Das ist hin und wieder unbequem, ich weiß das. Und man kann auch nicht ausschließen, dass man schnell in eine Schublade gesteckt wird, in die man überhaupt nicht gehört. Aber das sollte und darf einen nicht abhalten. Vielleicht hilft dabei der Satz des Kabarettisten Andreas Rebers. Der hat nämlich gesagt, wenn ich etwas Richtiges sage, was den falschen Leuten gefällt, dann wird das Richtige dadurch nicht automatisch falsch. Ich formuliere das Folgende jetzt etwas feierlich. Wir sind es unserem System schuldig, wenn wir es erhalten wollen, unser demokratisches System, mit unserer jeweiligen Meinung, ganz gleich welcher, nicht hinter dem Berg zu halten und alles dafür zu tun, dass diese Meinung so weit wie möglich auf Informationen beruht und nicht auf ideologisch bedingten Überzeugungen. Eine Gesellschaft, die auf ihre verfassungsrechtlich garantierte Meinungsfreiheit zu Recht stolz ist, die muss Streitkultur pflegen, sonst nützt das nichts mit der theoretisch garantierten Meinungsfreiheit. Die Menschen müssen das Gefühl haben, dass es nichts normaler ist, als sich anständig, im doppelten Sinne des Wortes, anständig zu streiten. Ich habe mit einem Zitat begonnen und ich möchte auch mit einem enden. Diesmal von Jean Paul, dem deutschen Schriftsteller, noch ein bisschen älter als Heinrich Heine. Der hat gesagt, man darf mit Erlaubnis der Obrigkeit dumm sein, aber nicht ohne sie klug. Ich danke Ihnen. Ganz herzlichen Dank, liebe Frau Krone-Schmalz. Wie angekündigt, machen wir jetzt eine Pause. Und ich würde mal sagen, 10:50 treffen wir uns wieder hier. Seien Sie nett, schauen Sie auf Ihre Uhr, damit Sie auch hier sind. Und dann geht es an die Diskussion. Diskussion wird dann von Anne de Sorge geleitet. Und wie angekündigt, machen wir das so, dass
Sie sich hinter diesem Mikrofon versammeln, so was, weil Sie was sagen oder fragen wollen. Aber nochmal herzlichen Dank. Sehr gerne.